große, große Ehre, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Wir sind Gankino Zirkus vom Fastnachtsverein der Dietenhöfner Dudemänner aus Dietenhofen in Westmittelfranken. Und das hier ist die wahrscheinlich kleinste Prunksitzung der Welt. Dass unsere Sitzung so klein ist, liegt vermutlich daran, dass Dietenhofen an sich extrem klein ist. Ja. Dietenhofen ist das einzige Dorf, bei dem Ortseingang und Ortsausgangstafel dasselbe Schild ist. Ja. Ja, es ist tatsächlich so, also wir haben derzeit in Dietenhofen nur 18 Dorfbewohner und Dorfbewohnerinnen. Für eine gut funktionierende Prunksitzung bei uns in der Heimat brauchen wir allerdings mindestens 4 Leute am Bierstand, sag ich mal 3 an der Bar, noch 2 an der Kasse, 2 am Einlass und 2 am Auslass. Und wenn es irgendwie möglich ist, noch einen im Publikum. Ja, bleiben also am Ende, wenn man richtig rechnet, für Büttenrede, Gardetanz, Livemusik, Prinzenpaar und Elferrat nur 4 Dietenhöfner übrig und das sind halt eigentlich immer wir. Machen wir keinen Dusch, weil das ist ein Fakt und kein Witz. Und beim Fakt machen wir keinen Dusch, haben wir doch extra genau. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt zur ersten Darbietung unserer kleinen Sitzung. Er steht bei uns jedes Jahr in der Bütt, selbst wenn er nicht mehr laufen kann. Bitte begrüßt mit einem großen Applaus unseren Büttenmeister aus Dietenhofen, Simon Schornmeiler. Einen großen Einlauf, bitte! Hello, ich habe Ihnen heute einen westmittelfränkischen Zungenbrecher mitgebracht. In dem Zungenbrecher geht es um meinen Vater. Mein Vater war von Fürth, der war also ein Förder. Und der war bei uns in Dietenhofen im Förderverein von der Freiwilligen Feuerwehr. Und da waren aber noch mehr Förder. Mein Vater war schon der vierte Förder im Förderverein von der Freiwilligen Feuerwehr. Und da ist mein Vater irgendwann ein wenig älter geworden, da war ein wenig verwirrter, war ein verwirrter Förder. Die anderen Förder im Förderverein von der Freiwilligen Feuerwehr waren aber auch verwirrte Förder. Hat meine Mutter immer zu meinem Vater gesagt, wenn er die Blumen vergessen hat. Und jetzt kommt der Zungenbrecher. Du Förder, verwirrter Förder vom Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn du deinen Fikus nicht gießt, dann verdattert er. Was war denn jetzt bitte das? Das war ein Zungenbrecher. Ein Zungenbrecher, das habe ich auch verstanden. Aber das versteht doch hier kein Mensch in Feldsöchern, was du da sagst. Du, da unten hockt der Hubert Aiwanger. Wenn der was erzählt, versteht es auch kein Mensch und es lachen trotzdem alle. Sag mal, hast du nicht einen normalen Witz? Einen normalen Witz? Na freilich, einen normalen Büttenreden. Was ist denn ein normaler Witz? Na halt was Normales, irgendwas Gewöhnliches. Ich habe noch einen fränkischen Badewannenwitz für Energiesparer. Für Energiesparer? Ja. Pass auf, ein Oberfranke, ein Unterfranke und ein Westmittelfranke sitzen zusammen in der Badewanne. Sagt der Oberfranke, also bei uns daheim ist es ja so, da badet man einmal im Jahr im fränkischen Bier. Das ist gut für den Körper. Sagt der Unterfranke, pah, mir bade daheim einmal im Jahr im Frankewein. Das ist gut für die Seele. Sagt der Westmittelfranke, also mir baden daheim einmal im Jahr im heißen Wasser. Das macht schön sauber. So hab ich's mir gedacht, so in die Richtung. Und es wird sogar noch besser. Ich habe sogar noch ein Gastgeschenk dabei. Ein Gastgeschenk? Ja, einen fränkischen Rock'n'Roll. Ein fränkischen? Meinst du nicht, dass die Damen und Herren in Feldsöchern vielleicht einen fränkischen Rock'n'Roll schon kennen? Na, das ist eine Dietenhöfner Spezialität, das kennen die hier nicht. Hier kennt man weder Rock'n'Roll noch Rock'n'Semmel. In Feldsöchern kennt man nur Rokoko und Kipf. Also, jetzt machen Sie sich mal ein wenig locker, Herr Präsident, und zeigen Sie den Menschen hier, wie ein Dudemann Gitarre spielt. Wir steigen in das Auto und da fahren wir mal in Aufrichtung Main. Ja, und mach die Musik lauter und gib Stoff, denn die Fastnacht ist rein. Rode over Dietenhofen, Verzichern, wir sind im Pein. Rode over Dietenhofen, Rode over Dietenhofen, Rode over Dietenhofen, mit Nachtschoppen im Blut. Rode over Dietenhofen.
du spürst, dass es Zeit ist. Mach dich bereit, und wenn du spürst, dass es heiß wird. Roll over Dietenhofen, verzichern, wir sind dabei. Roll over Dietenhofen, roll over Dietenhofen. Roll over Dietenhofen, mit einem Schuppen mit Blut. Roll over Dietenhofen, roll over Dietenhofen, verzichern, wir sind echt gut. Der klappert doch nicht nach. Aber freilich klappert er nach, jeder, das quietscht und das hupt. Ich hab nachgeklappert, Johannes, ich hab's genau gehört. Schlagzeug, echt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, keine Prunksitzung ohne Gardetanz. Und auch wir vom Fastnachtsverein der Dietenhöfner Dunemänner wollen dieser außerordentlich schönen Tanzform gebührend Respekt zollen. Und anlässlich der nun folgenden Darbietung habe ich mir erlaubt, als Präsident unserer kleinen Vereinigung ein kleines Gedicht zu verfassen. Willst du als Mann die Garde tanzen, brauchst du einen Rock um deinen Ranzen. Am besten trägst du ihn schon drunter, drum du den Männer Hosen runter. Ralf, ich hab vergessen, meinen Rock anzuziehen. Was, du hast vergessen, deinen Rock anzuziehen? Ja, wir müssen noch tanzen, wir müssen da vorne die Garde tanzen. Ja, aber das macht gar nichts. Ich habe einen super Plan, vertraut mir. Vertraut mir. Und ihr macht schon ein wenig Stimmung, okay? Hopp, 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 vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich denke, besser kann eine Premiere auf dieser Bühne nicht verlaufen. Erstmalig hier bei Fastnacht in Franken, aus dem Zentrum der fränkischen Heiterkeit, aus Dietenhofen, Gankino Circus.
Ja, ihr Lieben, ihr hört es ja selber. Jetzt folgt auf euch noch als Debütanten ein dreifach donnerndes Dietenhofen. Ja! Brunstsitzung!